Absolut dabei. Jetzt, liebe Freunde, meine Damen und Herren, liebe Gastgeber vom Pressedienst, lieber Dings, und die anderen, sehr geehrte Lesung aus dem ersten Buch Gabi. Ohne Spaß. Meine sehr geehrten Journalisten, sehr verehrten Journalistinnen und Journalistinnen, liebe Vertreter der Presse aus München, Bayern, Franken, Europa, der Welt und weit darüber hinaus. Ich komme in der Tat gerade aus Brüssel, weil ich glaube, ich mein Brüssel in die Akten der Fakten leider etwas verspätet. Es gibt ja immer noch kein Transrapid. Und sonst wäre ich ja schneller vom Flughafen. In der Tat, wie Sie gesagt haben, hier an den Maroni-Platz, an den Mariensäulen-Platz, hereingeschneit und zum Presseclub, lieber Dings. Ich zu Ihnen, Fräulein Max, wenn Sie meinen, was ich meine. Ich habe heute die hohe Ehre, und das habe ich mir auch nicht nehmen lassen, Ihnen dieses Buch vorzustellen in meiner Bearbeitung. Ich habe es intensivst, wie Sie sehen, mit sogenannten Post-it-Dingern beklebt. Dieses Buch mit dem Titel Ich bin der Edmund und da bin ich der... Das Buch heißt Ich bin der Max. Ja, also viele werden sich fragen, warum sich diese Frau Dr. Gabriele Weißhackel den Namen Max gegeben hat. Nun, das ist ganz einfach. Die Frau Professor Weißhäupl hat im offiziellen Wiesenkartenspiel, wie Sie wissen, eben einen Platz als großer Max, also wie wissen, fürs Schafkopf und fürs Warten, dass sie übrigens von ihrem Vater, einem Landarzt aus Dings, aus Bad Hassau, gelernt hat. Also die Karte des Herzkönigs ist es beim Wacken und beim Schafkopfen eben auch. Und sie liebt das Wacken und dieser Herzkönig wird ja auch Max genannt. Also diesbezüglich sind Sie der Max und ich bin übrigens der Moritz. Ich bin da auch drauf als König für die Eide. Ja. Und also meine lieben Freunde. Meine lieben Freunde, die langjährige Königin der Wiesen, die Wiesenblume, wie man sie bezeichnet, sich zu Recht als Königin der Wiesengänger. Wobei ihr Bierkonsum während der Wiesen in all den Jahren alles andere als vorbildlich war aus der Sicht von Wiesenwirten und anderen Steuerdingern. Und gut, der Name Max ist mir lieber als Gabriele, denn mit Verlaub, Gabriele erinnert mich immer an die rote Gefahr aus Zirndorf, wenn Sie diese gewisse Frau Dings. Und Edmund wäre nicht schlecht gewesen, oder vielleicht einer meiner Zweitnamen, Rüdiger, Rudi, ich bin der Rudi oder ich bin der Edmund, ne, das wäre ja auch, und ich bin aber ebenso wie Frau Dr. Weißflug ja auch eine fliegende Institution, ein fliegender Bau auf der Wiesn. Deshalb haben sich unsere Wege oft auch gekreuzt, nicht nur in der Ansatzbox. Ich habe Ihnen ja, Frau Weißhabe, Sie sind ja mit der Goldhaben, mit der Silberhaben damals angerückt. Ich habe Ihnen auch den Bayerischen Verdienstorden angenäht, den Sie heute mit allem Stolz zurecht tragen. Ich habe meinen vergessen. Und das zum Dank, weil sie mir immer eine Rose angetackert hat mit ihrer Büroklammer an meinen Trachtenanzug. Und gerade hier im vorliegenden Buch, bezeugen Sie ja auch die Wertschnitzung des Hauses Wittelsbach. Das bestärkt mich, dass ich Ihnen den Verdienstorden damals 2007 zurecht gegeben habe. Als eine in der Dreiflüsse-Stadt Passau geborene bayerische Traditionalistin durch und haben Sie sogar beim Günter Jauch in der Sendung damals die Grundrechte verteilt. Er wollte ja unbedingt, liebe Freunde, mit Verweis aufs Grundrecht des freien Pressezugangs, das muss man auch mal aufarbeiten, lieber Dings, auch aufarbeiten, in der Krankenstation des Roten Kreuzes wollte der Jauch persönlich drehen, was Sie verweigerten, mit Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. So haben Sie selbst Sie den Jauch in die Flucht geschlagen. Und das war gut so, liebe Frau Dings. Sie haben sich für die kranken Seelen eingesetzt unter Ihrer Obhut als Mutter Teresa des Oktoberfestes. Das verdient unser aller Respekt, meine Damen und Herren. Und dieser Respekt geht weit über die Sicherheitszonen des Absperrgürtels der Wiesen hinaus. Sie sind wahrhaft eine Trägerin des altbayerischen Rebellengehens, des Räuber Kneißl und des Wildschützen Jennerwein. Das wird im Buch überdeuten. Was Sie sich in den Kopf gesetzt haben,
liebe Frau Dings, das haben Sie durchbekommen und das war eben gut so. Hochbelehrte Frau Dr. Weishammel. Ich erinnere mich auch an eine legendäre Autoscooterfahrt auf der Wiesn mit Ihnen. Sie haben Gas gegeben und ich habe gestolpert. Der Stolperrad hat mich gedreht. Auf der linken Seite, ich habe das im Nachhinein jetzt erst gesehen, in der Aufarbeitung in der Presse war das ja ein Bild von uns Zweien drin. Ich war links gesessen und habe das rechte Steuerrad gewurscht. Und was haben wir nicht alles zusammen erlebt? Ich erinnere mich noch ganz genau, ich habe einen Wiesenmaßkrug präsentiert vor zahnlosen Wiesenhirten, vor zahlreichen Wiesenwirten und anderen Stolpersündern. Und ich habe Ihnen im Jahre 2010 zum 50. Jubiläum Ihres Terrorismusamtes habe ich Ihnen eine gratuliert. Eine Granatenrede gehalten, würde ich sagen. Da hat dieser OBU, der damals wollte sich die Zeit nicht nehmen, da wurde den damals völlig unbekannten Dieter Reiter, das muss man ja sagen, der keine Sau gekannt, dahin geschickt, der zum Schrecken der versammelten Münchner Gesellschaft unpassenderweise 2 Jahre vor ihrer Scheidung aus dem Amt bereits den Abgesang auf sie hielt. Das fand ich damals sehr seltsam. Wie Sie wissen, bin ich ein profunder Wiesentrampler-Gänger. Wir stehen ja immer bei der Ansaufsbox, also beim Ansauf immer vor dem Hirschen, der eigentlich ein Bierfass ist. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, da steht kein wichtiger Hirsch. Und dann hat mir der Ude immer die erste Mass serviert. Ich weiß es noch ganz genau, das hätten wir eigentlich ins Buch mit aufnehmen müssen. Diese erste Mass war ja immer voller Schaum. Verstehen Sie, der Ude war ja ein richtiger Schaumschläger, der hat das Schaumschlagen sogar perfektioniert. Wenn wir damals bei der Wiesn Glaskrüge gehabt hätten, hättest du gedacht, der schenkt mir ein Glas Latin Macchiato, meine Damen. Wie Sie alle wissen, bin ich Mitglied im Verein gegen betrügerisches Einschenken und da freut es mich außerordentlich, dass Sie in Ihrem Buch darüber ein weiteres Kapitel geschrieben haben unter dem Namen Sauber Einschenken.